1913 wurde Stefan Heim als Helmut Flieg in Chemnitz geboren. Von dort wurde er vertrieben und flieht über Prag in die USA. Als amerikanischer Soldat im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Später während der McCarthy-Ära aus den USA vertrieben aufgrund seiner kommunistischen Überzeugungen. Ein kritischer Geist der DDR, 1994 Alterspräsident des Deutschen Bundestages und schließlich 2001 in Israel verstorben. Herzlich willkommen, Stefan Heim. Herr Heim, Sie sind zurückgekehrt. Warum? Nun, wenn mich einer fragte, in welcher Zeit hättest du gerne gelebt, würde ich ihm antworten, in unserer. Denn noch nie, glaube ich, gab es eine Zeit mit so enormen Widersprüchen, so fürchterlichen Verstrickungen und Verteufelungen des Menschen. Nie aber auch eine Zeit, in der der Mensch so sehr über sich hinauswächst und mit solcher Kühnheit eine neue, kaum erahnte Welt schafft. Eine Zeit also, wie ein Schriftsteller für seine Zwecke sich kaum eine schönere wünschen könnte. Selbst auf die Gefahr hin, sich in ihrem Strudel zu verstricken. Aber Herr Heim, Sie waren jetzt 17 Jahre tot. Die Welt hat sich rasant verändert und Kritiker sagen, Sie passen nicht mehr hierher. Was sagen Sie denen? Ich hatte die Gnade der frühen Geburt. Ich war alt genug, schon die Weimarer Republik bei politischem Bewusstsein zu erleben und die Gelegenheit zu haben, gegen den Nationalsozialismus zu kämpfen. Herr Heim. Und den deutschen Kapitalismus kennenzulernen, als die meisten von Ihnen noch nicht einmal ein Zwinkern im Auge Ihres Herrn Vaters waren. So, Herr Heim, die meisten Zuschauer sind heute gekommen, um Sie zu sehen. Die Welt ist viel komplizierter geworden und wir haben Fragen. Na, nur zu. Wie beurteilen Sie die Tatsache, dass die AfD in Deutschland immer mehr Stimmen gewinnt? Ja. Als die Zahlen von Sachsen-Anhalt und Sachsen über die flimmernde Scheibe kamen, da waren sie natürlich wieder da, die Gespenster von einst. Und wenn ich mir ansehe, wie die Nazis unter Polizeischutz demonstrierend durch die Plätze und Straßen unserer Städte ziehen und dafür aber werden Linke verprügelt, dann kann ich nur sagen, das sind Verhältnisse, die ganz denen von vor 1933 entsprechen. Herr Heim, worum liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass man die Neonazis in Deutschland schützt? Das liegt an einem Missverständnis des Begriffs Demokratie. Demokratie bedeutet ja nicht die Freiheit für die, die die Freiheit abschaffen wollen. Also nicht Freiheit für die Feinde der Freiheit. Aber genau das ist anscheinend das Prinzip dieser Justiz und dieser Regierung. Glauben Sie denn noch immer an den Sozialismus? Glauben Sie immer noch an eine Utopie? Ich halte die Utopie für etwas, auf das man nicht verzichten kann. Die Frage ist, was wollen wir? Was wollen wir haben in unserem eigenen Leben? Und was wollen wir machen aus unserem Leben? Und was wollen wir machen aus dem Leben der ganzen Gesellschaft? Und das kann man nur, wenn man glaubt, dass der Mensch und die Gesellschaft sich entwickeln können. Herr Heim, was ist mit den Menschen, die nicht an eine solche Entwicklung glauben? Die werden ängstlich, mutlos, gleichgültig. Was sagen Sie denen? Können Sie denen überhaupt etwas sagen? Ich möchte gerade dieser Mutlosigkeit, die ich durchaus verstehe, entgegensteuern. Die Erfahrung in meinem Leben hat mir gezeigt, dass alles sich verändert. Nichts bleibt auf ewig, wie es ist. Auch nicht das, worunter viele Menschen heute leiden. Aber wir müssen schon versuchen, selbst etwas zu tun und zu zeigen, wer wir sind. Zu seufzen und zu jammern ist einfach nicht genug. Wir befinden uns hier in Chemnitz, Ihrer Geburtsstadt, die Stadt, die Sie vertrieben hat und zu der Sie Zeit Ihres Lebens ein zwiegespaltenes Verhältnis hatten. Und die Stadt, die derzeit in aller Munde ist. 2020 wird hier der neue Oberbürgermeister gewählt und ich frage Sie, was wünschen Sie sich für diese Stadt? Die Menschen erwarten von uns hier, dass wir Mittel und Wege suchen,
die Arbeitslosigkeit zu überwinden, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, der Armut abzuhelfen und die Sicherheit auf Straßen und Plätzen in unseren Städten und in den Schulen unserer Kinder zu garantieren und jeder Mann und jeder Frau den Zugang zu Bildung und Kultur zu öffnen. Hm. Na, das klingt, als wollten Sie sich selbst aufstellen. An dieser Stelle vielen Dank, Herr Heim, für das wundervolle Gespräch. Und auch danke an Sie. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Danke sehr.